Wir sind wieder zurück zu einem neuen PlayNation Battle. Heute mit einer ganz speziellen Ausgabe, weil es ist spannend, Leute, oder? Es ist richtig spannend. Es steht 4:2 für Dennis, Kevin. 5:3 natürlich. Geiler Spieler. 5:3 Ja, geiler Spiel. Ich weiß auf jeden Fall Bescheid. Schiebung. Und wir spielen heute das schöne Spiel Soundstücke erraten aus Spielen. Und wie das genau funktioniert, sehen wir nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Das wunderschöne Intro ist gerade abgelaufen. So, seid ihr denn schon bereit für das heutige Battle? Ja. Frag doch mal Ben. Ben, bist du bereit für das heutige Battle? Bin bereit. Ja, ich habe aber noch eine ganz kurz, bevor wir anfangen, eine riesen Ankündigung zu tätigen. In 2 Folgen passiert etwas, das ist, hat Nostradamus sogar hervorgesehen. Wir werden einen Spielleiter kriegen. Sascha ist wirklich exzellent, aber wir werden einen Spielleiter kriegen, Leute, der wird einfach ein Traum. Ich sag nur, ich fetz alles weg, was ich bewege. Aber mehr sagen wir nicht. Also in 2 Wochen, Leute, geilste Hammer. Ja, ich werde also in wenigen Folgen ersetzt. Vielleicht kommt Wadi ja wieder. Ich weiß es nicht. Nein, nicht ersetzt. Du musst nur auch dann zur Schule erstmal. Ja. Ich muss wieder zur Schule. Es werden gleich einige Soundeffekte abgespielt aus bestimmten Spielen. Und unsere Kandidaten müssen diese erraten, beziehungsweise das Spiel erraten, in welchen diese Soundeffekte abgespielt werden. Mhm. Wer die richtige Antwort gibt, bekommt 100 Punkte. Wer die falsche Antwort gibt, schenkt dem anderen Team 100 Punkte. Wenn ihr was sagen wollt, müsst ihr ganz laut Stopp rufen. Okay. Dann wird angehalten, beziehungsweise nicht mehr wiederholt der Soundtrack oder der Soundeffekt. Und dann dürft ihr eure Antwort geben. Wenn ihr falsch ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Patrick nicht Stopp sagt und schreit den Begriff rein, bekommt ihr 100 Punkte. Ja. Ja. Okay. Wollen wir es mal testen? Stopp. Stopp! Hey, oh, stop. Das muss das Spiel sein. So muss es schreien, du musst richtig mit der Hand spielen, Mann. Stopp. Und ihr habt natürlich noch 2-3 Sekunden Zeit, um dann noch Antwort zu sagen. Nächste Frage: Muss ich sagen Zelda oder Zelda Teil 1? Ich bin heute flexibel, ihr müsst einfach das Spiel sagen. Aber du musst auch sagen, was er macht mit dem Sound. Also zum Beispiel muss man nicht sagen, nein. Links schießt mit Pfeil und Bogen. Das Spiel reicht für die Punkte. Okay, wenn du das sagst, dann ist das so, ne? Von daher schnacken wir gar nicht lange und beginnen gleich mit dem ersten Soundtrack oder mit dem ersten Soundeffekt, der abgespielt wird. Wie gesagt, ihr müsst Stopp einmal laut sagen. Wer als erstes Stopp sagt, darf die Antwort geben. Und liebe Regie, können wir den ersten Soundeffekt vielleicht einmal hören? Was? Kann ich das bitte nochmal? Achtung, ich schocke! Alles gut. Noch einmal, ich hab's dann. Ich weiß, was es ist. Es wird ständig wiederholt. Ich weiß nicht, welches Spiel es ist, aber ich weiß, was es ist. Das Problem ist, manche Soundeffekte gibt es natürlich auch in mehreren Spielen. Ja. Ne? Ja. Es reicht nur der Spielname. Keine Ahnung. Aber was ist, wenn das in mehreren Spielen vorkommt? Nein, der Soundtrack gibt es nur in dem einen Spiel. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich sage es auch nicht, aber ich meine, ich bin heute mal ein bisschen so. Ja, ein paar Sekunden sehe ich euch noch. Ein paar Sekunden Bedenkzeit. Das Menü ganz am Anfang. Ja, ich weiß. Oder könnte auch. 3. Gut, wir haben 3 Titel. 2, 1. Leider hat es keiner herausgefunden. Warte, darf ich sagen? Was wäre denn ein Tipp gewesen? The Last of Us oder DayZ? Wäre beide falsch gewesen. Auch weil es war. Irgendwas umblättern oder so. Das AWP-Scope von CSGO. Ja, das hat man! Es war zu uneindeutig. Boah, stimmt, leider. Stimmt, ja. Für niemanden ein Punkt. Aber ein geiler Soundeffekt. Sascha, ich glaube, wenn man das so alleine hört, dann hat man überhaupt keine Ahnung. So, ne? Dreh dich ein bisschen zu uns ein. Und dann kommen auf deine Karte überhaupt nicht drauf. Ihr müsst ein bisschen riskieren. Damit steht es weiter 0:0. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten mit dem zweiten Soundeffekt. Oh mein Gott. Nee, das ist wieder irgendein Nintendo-Quatsch. Irgendwas von Nintendo, also. Hab ich doch selber gesagt, du Abkupferer da hinten. Hast du auch gerade gesagt? In so Nintendo-Quatsch. Ja, ist echt so. Ich kenne das Spiel bestimmt sogar. Da hört sich mal an, wenn der Ben einen auf Toilette ablässt. Ich will das nicht sagen, ey. Ich habe keine Ahnung. Nee, sag nicht. Ja, den Sound kenne ich, aber ich weiß nicht woher. Ja. Will jemand eine Antwort geben? Nee. Also, wenn es durch ist, sage ich was. Ich würde auch einen Tipp abgeben. Ich würde mal sagen, 3, 2. Jetzt sag ich nein, Quatsch. Ende. Ich sag, dass es. Es klingt für mich so, dass irgendwie eine Münze rauskommt. Mario. Bling. Falsch. Nee. Ich hätte irgendwas von Pokémon. Bestimmt Pokémon. Es ist tatsächlich das Pokémon Center. Pokémon Center, genau. Pokémon hat sich im Kopf. Aber Pokémon hätte jetzt gereicht. Ja. Pokémon hat gereicht, ja. Pokémon hätte natürlich gereicht, weil der Flatti das vorbereitet hat. Pokémon hätte gereicht. Wir kommen. Das ist geil. Ich wollte schon sagen, Pokémon. Ja. Danke, Vladi. Ja, das war das. Kommen, kann man schon. Jetzt spitzt eure Öhrchen. Okay. Wir kommen zum nächsten Soundeffekt. Hört gut zu. Und. Stopp! Der war zuerst. Super Mario Bros. Das ist richtig.
Ja, yeah, das ich hab einen Stopp auf die Zunge gehabt. Der ist irgendwie da hinten in die Ecke vom Schuh geflogen. Aber es war tatsächlich der Sound, wenn Mario eine Münze bekommt aus einem Münzen. Was für ein Zufall, ne? Schon wieder bei Nintendo, ja. Gerade so CS erstmal ganz locker einsteigen und dann Nintendo. Aber CSGO war auch dabei. Ich guck da Vladi. Wir werden alle noch auf unsere Kosten kommen. Es gibt 3.529.000 Spiele auf der Welt. Haben wir jetzt gewonnen, oder was? Lost and Way! So, wir kommen zum nächsten Soundeffekt. Der ist ein bisschen schwieriger. Gut zuhören und lauscht. Stopp! Ja. Metal Gear Solid. Das ist richtig. Yeah! Keine Ahnung, Alter. Yeah. Wie also? Stopp! Stopp! Geralt von Riva. Ich so, Mann, bin ich sexy? Ja. Also, Geralt. Es war tatsächlich von Metal Gear Solid das Ausrufezeichen, wenn man entdeckt wird. Dann war mit dem Karton, ne? Ja. Und Metal Gear Solid 5. Das war wunderbar, oder? Hammer, jetzt steht es 200-0. Ihr müsst ein bisschen aufholen, Leute. Wir müssen ja, wenn du das nicht kennst, also der Curry hat mir, bevor wir aufmachen, sind, gesagt, wenn du das ohne Ahnung die Evertus da machst du gar nichts. Aber um euch die Chance zu geben, wieder dran zu kommen, würde ich einfach mal sagen, Ben, bist du auch bereit? Sehr gut. Einfach mal sagen, stopp. Der nächste Soundtrack wird jetzt abgespielt. Multi-Kill. Stopp! Ja? Unreal Tournament 2004. Das ist falsch. Die richtige Antwort wäre Quake 3 gewesen. Oh, das heißt, damit steht es 200-100. Ihr habt doch erst. Wir sind ja richtig aktiv dabei. Das ist parteiisch, das darfst du nicht. Hätte ich jetzt auch gedacht. Das war doch mal der Soundtrack. Wunderschön. Ja, aber damit ist es heute wieder ein bisschen ausgeglichen. Ben philosophiert noch, welches Spiel er ist. Er ist da schon mal Sound, Leute. Was ist das eigentlich dazu, dass der Party keinen Bart mehr hat? Da ist er doch wieder. Ich finde, der ist im Laufe des Tages wieder gewachsen. Ist doch alles harter Front auf jeden Fall. Wir kommen zum nächsten Soundtrack, um das mal ein bisschen besser zu gestalten. Ich würde sagen, Vladi, du darfst jetzt den nächsten Soundtrack abspielen lassen. What the fuck, Alter? Stopp. Angry Birds. Richtig. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Nice, Alter. Das ist mein Mate, der ist wieder zurück. Das war das Abfeuern eines Vogels beim Mobile Game Angry Birds. Oh ja, nee, das war davor noch. Gut, sehr gut, Digga. Hast aber gut aufgepasst, dafür, dass du nicht so viele Mobile Games spielst. Ja, auf jeden Fall. Cool. Damit steht es 300 das war der zu 100. Ja. Und wir schnacken gar nicht lange, oder? Nee. Wir schnacken gar nicht lange. Direkt zum nächsten, komm. Warte, hau raus da. Das ist mein Moderator. Amnesia. Junge, du hast nicht Stopp gesagt. Erstens, du hast nicht Stopp gesagt. Stopp, und zweitens, ist es verkehrt? Das ist nicht verkehrt. Es wäre Bioshock Big Daddy gewesen. Boah, nein, nice, shit, das wäre Amnesia. Warum sagst du denn nicht Stopp? Ey, Junge, halt die Schnauze, du hast schon 5000 Mal gemacht, Alter. Das klingt aber echt so wie Amnesia. Der macht das auch, ey. Das heißt, weitere 100 Punkte gehen auf das Konto von Ben und Patrick. Vladi, kurzer Report. Du hältst die Schnauze. 400-100. Jetzt wird es aber jetzt wahr. Stopp, das war Vladi. Thank you for traveling. Das war Vladi, aber du hast einen Stopp gesagt. Von daher keine Probleme. Achso, okay. Sehr gut. Gut, seid ihr bereit? Ja, klar. Okay, dann würde ich sagen, Vladi, walte deines Amtes. Stopp. FIFA. Ja, ist richtig. Was ist das denn, Alter? Ich hätte irgendwie einer sein Ei auf dem Boden, Alter. Keine Ahnung. Das war in der Tat das Kicken eines Balls aus einem beliebigen FIFA-Titel. Das ist aber richtig geil. Was die Leute sehen, genau gegenüber von uns sitzt Maria. Dieses Kind halt. Aber so hört sich doch kein Schussgeräusch an. Doch, das hört sich da an. Ich kenne das Geräusch auch von FIFA, wo ich das nie gespielt habe. Wunderbar, oder? Ja. Aber jetzt 400-200, das wird wieder ein bisschen knapper. Vielleicht könnt ihr ja mit dem nächsten Soundeffekt ein bisschen mehr etwas anfangen. Stopp! GTA tot. Ja! Nein! Digga, da wurde raus, Alter! 302 Euro! Damn, Leute! Alter. GTA kennen die nicht. Wasted! Wasted! Außer Gefecht! Schnell drauf gekommen, Respekt auf jeden Fall. Es wird immer knapper. 400 zu 300. Das war tatsächlich der Sound, wenn man in GTA 5 stirbt. Ja. Mag das. Ist wasted. Cool, geil. Außer Gefecht! Komm jetzt auf Mass Effect Sound, bitte. Danke. Mass Effect Sound, okay, machen wir jetzt auch einfach. Okay. Okay, ich würde sagen. Wie machen wir jetzt? Jetzt kommt Mass Effect. Nächster Soundeffekt. Vladislav, bitteschön. Ja, kann auch ein Spiel zweimal vorkommen? Warte, nee, warte. Keine Fragen stellen. Also, was ist denn da hinten los? Das geht keine gar Ahnung. Der Schuss-Sound kann überall sein. Nee. Patrick, machen wir nicht. Das ist so. Ich glaube, ich weiß keine es. Antworten. Ich glaube, ich weiß es. Ja, riskier, wir müssen. Stopp. Stopp. Modern Warfare 2.
Das ist richtig. Ja, Mann! Intervention, ne? Ja, ja, Mann! Geil! Geil, Alter. Es war geil. Die Intervention, beziehungsweise die Sniper aus Kopf. Geil! Du bist ein richtiger Alpha-Theorie, Kevin, Alter. Das ist echt ein Alpha. Kurz ranzoomen, bam, bam. Ich wusste den Song kenn ich, ey. Aber schade, ey. Sehr gut. Cool. Das war echt damit cool, ist es ausgeglichen. 400 zu 400, wer hätte das gedacht? Boah, scheiße, man curriert alles wieder raus. Jetzt wird es... Jetzt wird es langsam... Wird es langsam eng. Ich würde sagen, jetzt kommen wir in die spannende Phase. Oh, machst du und der nächste Soundeffekt wird jetzt abgespielt. Hä? Kennst du das? Mein Nippelring, weißt du? Bling! Sind wir da so? Bling! Nicht ganz einfach, aber bitte genau hinhören. Ich glaube, ich kenne es, aber nee, ich will es nicht sagen. Ich weiß, passt schon. Ja, ich kenne es auch nicht. Oh, warte mal, das kann auch. Doch, ich glaube, ich weiß, was es ist. FIFA oder was? Nee. Das ist Lattenkracher, weißt du? Willst du riskieren, Kevin? Nö. Aber ich hätte einen Tipp. Ich hätte einen Tipp, ey. Ich auch. So, 3, 2, 1. Ich sag World of Warcraft. World of Warcraft. Also ich dachte jetzt, es wäre irgendeine Art so Schmiede, ja, weißt du? Ja, ne? So, ja, genau. Ihr seid auf jeden Fall schon mal sehr nah dran und Ben hat gesagt, er kennt es nicht, du kennst es aber. Es war nämlich das Geräusch aus Overwatch. Oh mein Gott! Was für ein Geräusch denn? Bei einem Kill. Beziehungsweise am Ende der Anzeige, wenn sie eingeblendet werde. Man hört das halt immer Sound. Ein sehr, sehr kurzer Sound, ein bisschen schwieriger. Aber wir können ja nicht immer die leichtesten Sounds der Welt nehmen. Es wird immer spannender, Leute. Es wird immer spannender. Seid ihr bereit? Ja, klar. Wir sind allzeit bereit, Freunde. 400 zu 400, es wird spannend. Vladislav, der nächste Soundeffekt, bitte. Stopp. Bitteschön. Mario Kart. Das ist verkehrt. Nein! Hä, hey, doch, das ist doch richtig, Mann! Es ist verkehrt. Wir haben eine Banane fährt. Warte, lass uns antworten. Wir dürfen nicht, aber ich hätte einen Tipp. Bitte? Pac-Man. Das wäre richtig gewesen. Ja. Ihr bekommt aber keine Mann, schade, ey, schade. Damit steht es 400 zu 500. Schade, Mann. Krass, schade. Banane fährt. Krass, es war tatsächlich schade, Mann. Pac-Man, wenn er stirbt. Aber Mario Kart ist ein ähnlicher Sound. Ja, ist wirklich ähnlich. Aber leider nicht das Richtige. Ist aber so... Ich würde sagen... Machen wir weiter. Wir kommen zum nächsten Soundeffekt. Geil! Nochmal bitte. Keine Ahnung. Weiter? Nicht riskieren, ey. Nicht riskieren. Warte. Was meinst du? Oder? Das ist viel schwerer als das Musik-Dings haben, ey. Nein! Doch. Stopp. Ja? Portal. Das ist richtig. Ja, Mann! Hä? Ja, Mann, Alter. Portal Gun, Junge. Die Portal Gun, wenn sie ihren komischen Bam, Alter, Punkt abschießt. Alter, woher weißt du das? Damit steht es 400 zu 600. Jawohl, ey, jawohl. Pass auf, Gute. 400 zu 100. Wir sind ein Team, Mann. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Wir verlieren und gewinnen zusammen. Das war stark. Das war stark. So, weiter geht's. Kommen wir zum nächsten Soundeffekt. Ganz genau zuhören, bitte. Es wird nämlich knifflig. Rocket League. Das ist richtig. Ja, Mann! Ja, Mann! Alter. Das wollte ich auch sagen, ey. Diese yes! Aber ich habe nichts gesagt. Es zeichnet sich so langsam ein, yes, ein deutlicher Sieger. Abschied 400 zu 700. Cool. Aber noch ist ja vielleicht nicht alles verloren. Ja, mal weiter. Kommen wir zum nächsten Soundeffekt. Stopp. Ja. Zelda. Richtig? Ja, mach mal. Stopp. Ich möchte etwas holen. Keine Ahnung. Vielleicht können wir auch holen. 700, 500 haben wir jetzt? 500 zu 700. Okay, aber leider bringt euch das leider gar nichts mehr. Weil, nein, lügt nicht. Komm mal weiter. Weil? Nein, stimmt nicht. Das war's schon. Yeah! Yeah! Gutes Match, war auf jeden Fall spannend, ne? Aber nicht einfach so. Aber cool. Eine wirklich interessante Aufholjagd zum Schluss. Ja, aber bei Overwatch stimmt, das ist schwer, ne? Da ist halt viel mehr so. Zum Schluss, Leute, wir haben hier ein Buch bekommen, ja, von der Barbara, heißt sie Barbara, ne? Vielen Dank für dieses Buch und ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns natürlich immer bedanken und dieses Buch ist wirklich das Buch ist sehr geil, also es ist halt, ein bisschen wenn man pervers so, wenn man das so auf, ein bisschen pervers ist gut, soll ich mal das Wort? Nee, mach ich jetzt lieber nicht, du. Ja, komm, wir müssen natürlich... Nein, du kannst doch jetzt hier nicht hier, guck mal, was hier drin steht, Alter, du kannst... Warte, ne? Komm, wir machen jetzt einfach hier. Wir machen jetzt einfach mal mit dem Finger irgendwo drauf. Lies mal das vor. Das hier? Nein, wir machen das hier. Was hast du gemacht? Du hast getrampelt wie ein Nilpferd, murmelte Erik leise als. Was? Tatjana im Bett. Okay, also, nein, stopp. Okay, wunderschön. Ja, ist, ja. Stopp. Ich würde sagen. Willst du noch ein Bild zeigen? Eine Sekunde. Wo ist das? Willst du das eine Bild zeigen? Sascha. Ja, komm schnell. Irgendwas. Mach mal, blätter mal durch so. Komm. Gut, dass wir so viel das Zeit haben. Das Geile ist, hier sind halt überall Bilder drin, ne? Das ist halt einfach ein Träumchen, Leute. Das ist. Jetzt finde ich gerade keine. Mach einfach hier, guck mal hier. Ich weiß es nicht. Da. Was ist das? Guck mal hier. Ja, da hat die Barbara exzellent gemalt.
Wirklich sehr crazy. Also das Bild ist schon, also das Buch ist schon sehr heftig. Ne? Ja. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Ey. Ich habe doch wahnsinnig. Ich habe aber auch reingeguckt, was da so steht. Es steht, Tobi schluckte alles, habe ich nur einmal gelesen. Also, ja, das Buch kauft Dennis heute Abend in nach Hause. Ne? Ja, endlich mal was zum Rummeln. So, wunderschön. Damit steht es insgesamt 6-3, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist schon mal ein guter Vorsprung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Am Dienstag, beim nächsten Battle. Es wird auf jeden Fall spannend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, 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 ciao.